Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Plus im Monat Juli. Wir nehmen uns den dritten Titel vor, der in diesem Fall ist Mousecraft. Diesmal verfügbar für alle Konsolen, sprich für die PlayStation 3, PlayStation 4 und für die Vita. Ich habe ja zu Mousecraft schon vor einer ganzen Weile mal ein komplettes Let's Play gemacht, deswegen weiß ich auch, worum es in dem Spiel geht. Ich werde es euch gleich zeigen und ja, ich quatsche jetzt nicht allzu viel, sondern lege einfach mal direkt mit Level 1 los. So, ich habe jetzt hier bewusst natürlich das Intro mal laufen lassen, weil ich das ganz niedlich fand. Und ich zeige euch jetzt mal in den ersten 10 Level, die ich für diese kurze Spielvorstellung spielen werde, mal, worum es in dem Spiel geht. Aber wir müssen natürlich leider dieses blöde Tutorial durchgehen. Das können wir leider nicht überspringen. So, wir können jetzt den Block hier wählen. Ihr seht, das Spielprinzip selbst ist relativ simpel. Und mit einem Druck auf Viereck können wir das Spielgeschehen ein bisschen beschleunigen, damit wir nicht zu lange warten müssen. Und das, was ich eben gemacht habe, ist eigentlich das, worum es im gesamten Spiel geht. Ihr müsst durch so einen Parcours mit 3 Mäusen durch. Mindestens eine muss am Ende immer ankommen. Wer so perfektionistisch ist wie ich, der versucht natürlich alle 3 Mäuse ins Ziel zu bringen. So, jetzt können wir natürlich auch erstmal die Blöcke auswählen. Und müssen jetzt noch nicht die Mäuse freilassen. Wir haben also in der Regel genug Zeit, um uns erstmal die Szenerien ein bisschen anzugucken und dann die Mäuse freizulassen, wenn wir uns eine Strategie zurechtgelegt haben. Die ersten 10, 20 Level, die sind auch noch relativ simpel. Die dienen auch eher dazu, euch ein bisschen ans Spiel heranzuführen. Dann wird es nachher aber auch noch richtig knackig. Also es wird Schwierigkeitsgrad technisch schon nicht ohne. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aber insgesamt ist das alles einfach nur ein bisschen Denkaufgabe. Es gibt Level, da hast du echt das Brett vorm Kopf. Da siehst du... So, diese Anima-Splitter müssen wir auch einsammeln. Da kann man natürlich dann immer schön entsprechend auch Trophäen rausholen. In welchem Level sind wir jetzt eigentlich? Sind wir jetzt im 5. oder was? Nee, im 4. So, ihr seht, wo die Splitter sind. Und jetzt geht es los mit ein bisschen Nachdenken, dass wir halt dafür sorgen, dass die Mäuse auch an die Splitter kommen. So, ich glaube, der musste hier hin, ne? Mit einem Druck auf Kreis könnt ihr übrigens jeden Schritt auch noch mal rückgängig machen. Ich glaube, so war das. Und der musste dann nach hier unten, genau. So, jetzt haben wir das so, dass wir alle 3 Splitter auch einsammeln können und alle 3 Mäuse heil ins Ziel kommen. Die können übrigens nur 3 Felder tief fallen. Wenn die Mäuse 4 Felder tief fallen, dann sterben die. Lass die Mäuse zuerst frei. Okay. Ah, das ist ein Level, wo wir die Mäuse erst freilassen müssen. Und mit einem Druck auf das Touchpad bzw. mit einem Druck auf die Select-Taste bei der PlayStation 3 und bei der Vita müsste es, glaube ich, auch das Touch-Display sein. Da bin ich mir aber nicht sicher, ich habe es auf der Vita noch nicht gespielt. Könnt ihr das Ganze dann entsprechend pausieren. Ah, Quatsch, das habe ich aus Versehen rückgängig gemacht. Und mit einem nochmaligen Druck könnt ihr das Ganze dann
weiterlaufen lassen. Das ist auch vor allen Dingen in späteren Levels relativ unumgänglich, dass ihr auch mal ab und zu Pause macht. So, auch hier müssen wir die Mäuse erst freilassen. Ja, das wurde jetzt automatisch aktiviert. Das wollte ich eigentlich nicht. So, wir brauchen hier den und hier unten den Block. Und schon kriegen wir auch wieder alle Kristalle eingesammelt. Weiter geht's mit Level 7. So, da steht nochmal, Mäuse können maximal 3 Felder tief fallen, bla bla bla. So, deswegen legen wir den langen da unten hin. Und dann überleben unsere kleinen Nager das Ganze auch. So, hier muss ich jetzt auch nochmal eben ein bisschen überlegen. Ich habe jetzt jeweils einen. Fakt ist, der muss nach hier. Sonst sterben die Mäuse beim Runterfallen. Und der muss nachher nach hier, damit wir den Kristall kriegen. Okay. Aber erstmal müssen wir uns den hier unten holen. Dann machen wir jetzt das Päuselein für die Mäuselein. Ah, ich will die Pause immer auf Kreis beenden, aber das funktioniert ja nicht. So. Und nun haben wir auch Bomben. Bomben, Blockbombe. Sammle sie, um Blöcke zu zerstören. Keine Angst, den Mäusen tun sie nichts. So, jetzt gibt es wieder dieses obligatorische Einführungslevel für die neue Errungenschaft. Mit Dreieck wählen wir es aus. Wir müssen im Prinzip nichts machen, außer eben diese Blöcke zerstören, damit die Mäuse da lang können. Und dann sind wir da auch schon mit Level 9 durch. Dann nehmen wir uns jetzt das letzte Level für diese kleine Spielvorstellung vor. Und dann soll es das auch gewesen sein. Kommen wir ja diesen Monat richtig fluffig durch mit Let's PlayStation Plus oder Let's Play Plus. So, lasst mich kurz gucken. Wir haben eine Bombe so zur Verfügung. Eine weitere brauchen wir, um da hinten durchzukommen. Ich würde mal vorschlagen, ich lege den hier hin. Jupp. Und dann müssen wir aufpassen. Ein bisschen richtig timen das Ganze. Da den Mäusen durch die Bombe nichts passieren kann. Die werden dadurch also nicht verletzt oder getötet. Ist das alles nicht so schlimm. Und schon haben wir sie geschafft. Und ich zeige euch schon mal den Anfang von Level 11. Werde es jetzt allerdings nicht mehr spielen, denn ich mache die Pause. Und für diese kleine Spielvorstellung soll es das gewesen sein. Insgesamt 80 Level hat das Spiel. Wie gesagt, wer das Ganze mal komplett gucken will und vielleicht nicht spielen will, darf sich gerne mein Let's Play angucken. Das verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Und auch, falls ihr das Spiel spielt und irgendwo nicht weiterkommt, könnt ihr natürlich in der Beschreibung mal den Link nutzen. Da sind ja alle Level gezeigt und ihr kriegt da vielleicht den nötigen Denkanstoß, um das Level dann doch zu schaffen. Ich persönlich muss zugeben, ich hätte es auch nicht geschafft ohne ein Video. Und ja, wie gesagt, das ist so ein kleines Knobelspielchen, ganz niedlich anzusehen, spielt sich auch ganz nett. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der mal so eine kleine Denkrunde zwischendurch spielt. Das ist sicherlich kein super großer Titel, beziehungsweise kein Titel, der mit einem großen AAA-Titel mithalten kann. Aber auf jeden Fall ist es ein Titel, der extrem viel Charme hat. Und auch die kleine Geschichte, die so ein bisschen erzählt wird, ist ganz nett. Das Ende ist ziemlich witzig, finde ich zumindest. Und insofern kann ich eigentlich in vollem Umfang für dieses Spiel eine Empfehlung aussprechen. Guckt es euch mal an. Ihr könnt ja dann mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. An dieser Stelle sage ich jetzt erstmal danke fürs Reinschauen. Viel Spaß beim selber Spielen.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich verabscheue mich.